Thomas Feist ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Per Steinbrück hat gerade gesprochen über die neue Neugier an der Politik. Und dort oben sitzen junge Menschen, neugierig, gespannt, bereit, sich einzubringen in einer repolitisierten Gesellschaft. Und genau für diese jungen Leute machen wir das, worüber wir heute sprechen, nämlich auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Und dem Bericht der Bundesregierung, Herr Minister, haben wir ja als Parlament uns fraktionsübergreifend dazu verständigt, einen Entschließungsantrag einzubringen, um auch von unserer Seite zu zeigen, dies ist uns und nicht nur dem Unterausschuss, sondern dem gesamten Haus ein wichtiges Thema. Und wenn es die eigene Fraktion nicht macht, mache ich es mal, bedanke ich mich bei den Co-Autorinnen dieses Antrags, Frau Schmidt, Frau Müntefering. So sind wir eben über den Tellerrand hinaus, die Kultur- und Bildungspolitik, Leute. Vielen Dank. Bei Dieter Dehm kann ich mich leider nicht bedanken, weil sein marxistisches Gedankengut, mein lieber Dieter, ich kann dir nur sagen, ich habe 25 Jahre meines Lebens in einem Land verbracht, was es zum Glück nicht mehr gibt. Und es sind einige Worte heute gefallen, wo ich sage, da habe ich so eine innere Abscheu dagegen. Also an diesen Punkten kann ich nicht mitgehen. Und wenn dein proletarisches Selbstbewusstsein es erlaubt, über deinen eigenen Schatten zu springen und ohne dieses Kampfvokabular auszukommen, dann können wir vielleicht auch mal weitersehen. Wenn wir über auswärtige Kultur- und Bildungspolitik reden, dann will ich das jetzt mal so versuchen, wie das sonst hier nicht so üblich ist, in wichtigen und gestellten Worten, sondern will mal versuchen, das so zu erklären, wie man das einem Bürger oder einer Bürgerin im Wahlkreis erklärt. Weil für die ist auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, ich würde mal sagen, nicht oberste Priorität. Und ich will das an einigen verschiedenen Punkten mal machen. Und gerade auch im Hinsicht darauf, die jungen Leute sind ja hier zu einer politischen Bildungsfahrt nach Berlin gekommen, sollen sie auch was mitnehmen. Und deswegen will ich das mal versuchen, so zu erklären, dass es auch jeder verstehen kann. Wir haben ja mehrere Beispiele schon gehört. Ein Beispiel für mich ist die östliche Partnerschaft. Also die östliche Partnerschaft, da beschäftigen wir uns mit den Staaten, die im Bereich der ehemaligen Sowjetunion waren, also Ukraine, Moldau, Georgien gehören dazu, andere auch. Und was wir dort tun, ist etwas, was sich Stärkung der Zivilgesellschaft nennt. Ja, das ist nun auch ein Begriff, den man wahrscheinlich erklären müsste. Aber Stärkung der Zivilgesellschaft meint, dass wir jungen Leuten, die sich für ihre Länder engagieren, die ihre Länder aufbauen wollen, die ihre Länder wegführen wollen, von Vetternwirtschaft und Korruption beispielsweise, aber auch diejenigen, die sich darum kümmern, ein gutes Bildungssystem, ein gutes Wissenschaftssystem einzuführen, dass wir denen eine Möglichkeit geben, über Stipendien beispielsweise auch hier in Deutschland zu studieren und zurückzugehen. Und genau das macht die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Der Deutsche Akademische Austauschdienst ganz vorne dran, aber auch die politischen Stiftungen will ich nicht unerwähnt lassen. Die leisten einen Beitrag dafür, dass wir es nicht mit den jeweils Regierenden zu tun haben, sondern dass wir vom Parlament entscheiden, wir brauchen Programme für die Menschen. Und östliche Partnerschaft ist nur ein Beispiel. Wir haben andere Beispiele. Das Goethe-Institut ist genannt worden. Das Goethe-Institut, könnt ihr nachher mal schauen, die haben verschiedene Sachen, auch die man mit dem Handy, ich glaube, das musstet ihr abgeben oder zumindest leise machen, könnt ihr ja dann draußen mal schauen, was das Goethe-Institut zum Beispiel für Apps entwickelt hat, wo man nicht nur Deutsch lernen kann, sondern auch Deutsch lernen kann, was ganz anwendungspraktisch ist. Anwendungspraktisch heißt, dass man beispielsweise für junge Leute, die aus anderen Ländern nach Deutschland geflüchtet sind, Angebote bietet, wo es darum geht, sich im Bereich der beruflichen Bildung oder auch der Alltagspraxis zu verständigen. Und dieses Goethe-Institut, das will noch mehr, hat unter dem Stichwort Digitalisierung auch gesagt, sie wollen diese Beiträge noch ausbauen. Und ich denke, das ist auch das richtige Signal, gerade für die jungen Leute.
Wie wird auswärtige Kultur- und Bildungspolitik auch vor Ort in Deutschland erlebbar? Wir haben beispielsweise eine internationale Sportförderung. Ja, warum nun Sport? Das machen nun andere auch. Aber Sport deswegen, weil man zum Sport erstmal keine Worte braucht, weil man vom Sport ausgeht, ein Teamgeist soll dahinter stehen. Und natürlich darf es auch Spaß machen. Ist ja nicht verboten. Also insofern Außenpolitik, die auch Spaß machen darf. Und was wir dort tun, ist, dass wir beispielsweise jungen Trainern aus aller Welt die Möglichkeit geben, sich gemeinsam fortzubilden und in diesen Fortbildungslehrgängen nicht nur etwas über Sport zu lernen, sondern auch über unser Land und unsere Kultur. Und nun komme ich aus Leipzig, das liegt in Sachsen. Wenn man sich mal anschaut, so die internationale Presse, was die über Sachsen schreiben, das ist nicht unbedingt nur das, was ich wahrnehme. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jungen Leuten in diesem Bereich eine Möglichkeit geben, mal vor Ort zu kommen, sich mal anzuschauen, was es da für Menschen gibt. Und dass wir diese Möglichkeit bieten, das ist eine gute Sache. Und da sollten wir in Zukunft auch noch etwas stärker investieren. Ein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte. Und der hat nun ganz speziell wirklich mit euch zu tun. Es gibt ja viele Jugendfreiwilligendienste. Also das heißt, man kann nach der Schule ein freiwilliges soziales Jahr machen im Bereich der Kultur, in der Politik. Auch ein freiwilliges ökologisches Jahr gibt es. Und wir haben seit einiger Zeit auch beim Auswärtigen Amt so ein Freiwilligenprogramm. Kulturweit heißt das. Und dieses Programm Kulturweit, das gibt jährlich ungefähr 500 jungen Menschen die Möglichkeit, nicht nur ins Ausland zu gehen, sondern im Ausland dort zu arbeiten, unterstützend tätig zu sein, wo auswärtige Kultur- und Bildungspolitik geschieht. Die werden zum Beispiel eingesetzt im großen PASCH-Schulnetzwerk. Das sind Partnerschaftsschulen, wo also ein besonderes Angebot am Unterrichten der deutschen Sprache besteht. Und natürlich ist es wichtig, wenn junge Leute dorthin kommen, die gleich alt sind wie die Schüler, dass die Motivation, die deutsche Sprache zu erlernen, wesentlich größer ist, als wenn wir Berufspolitiker oder auch die Lehrer erzählen, wie wichtig das ist. Und das ist eine gute Sache, dass wir in diesem Bereich sehr initiativ geworden sind. Oder beim Goethe-Institut kann man arbeiten. Oder auch bei der deutschen UNESCO-Kommission, die für das Programm selbst auch verantwortlich ist. Und die deutsche UNESCO-Kommission, das ist angesprochen worden, wir setzen uns für das Weltkulturerbe ein. Aber das Weltkulturerbe ist nicht nur in Stein gehauen, das ist auch hier. Das heißt, wir selbst sind doch Teil unserer Kultur. Und mit diesem Kulturweitprogramm, was wir dort machen, ist, dass wir ein halbes Jahr, ist fast eine Werbeveranstaltung dafür, aber es lohnt sich, ein halbes Jahr oder ein Jahr junge Leute dort hinschicken und die kommen zurück. Und die kommen zurück völlig ausgewechselt. Und ich habe selber lange Jahre Jugendaustauschprogramme organisiert. Und das Schönste ist, erstens die jungen Menschen wachsen zu sehen und zweitens auch ihre Gesichter zu sehen, wenn sie wiederkommen. Und nun teile ich einen Lieblingssatz gemeinsam mit dem Bundesaußenminister von Alexander von Humboldt. Der lautet, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Dass wir weiterhin mit der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik jungen Menschen die Möglichkeit haben, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen, zurückzukommen mit anderen Eindrücken, aber auch natürlich im Ausland ein anderes, ein differenzierteres Deutschlandbild zu vermitteln. Das tun wir. Wir zeigen mit unserem Entschließungsantrag, dass wir gewillt sind, hier noch mehr zu tun. Und ich denke, es ist angesprochen worden, wir haben das fraktionsübergreifend gemacht. Das sollte ein Anliegen aller Parlamentarier hier im Deutschen Bundestag sein. Zum Abschluss dieser Aussprache hat das Wort der Kollege Dr. Christoph Bergner für die CDU-CSU.